Paddhahasta Ardha Svastikasana ist die halbe glücksverheißende Stellung mit gefalteten Händen, eine populäre Meditationshaltung, ein populärer Meditationssitz. Gib einen Fuß unter den Oberschenkel und den anderen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und falte dann die Hände. Dies ist eine bequeme Stellung für die Meditation. Meist ist gut, auch ein Kissen zur Hilfe zu nehmen. Haltet aber die Schultern nach hinten, Bauch und Brustkorb nach oben geöffnet und nach vorne weit. Lächle sanft und so kannst du gut meditieren. Eine weitere Variation von Paddhahasta Ardha Svastikasana ist mit gefalteten Händen hinter dir. Und dabei kannst du die gefalteten Hände zum Boden hinbringen, Brustkorb nach vorne wölben, Kopf leicht nach hinten. So machst du deine Schultern frei, lässt die Lungen sich lüften und hast ein weites Herz. Eine schöne Übung, zum Beispiel zu Beginn der Meditation, zwischen zwei Meditationssitzungen oder zwischen zwei Pranayamas. Du kannst dich auch von hier nach vorne beugen mit gefalteten Händen als Zeichen der Ehrerbietung, des Verneigens. Das hilft auch, in Hüften etwas flexibler zu werden und lässt die Wirbelsäule lang werden, was auch eine entspannende Wirkung für die Rückenmuskeln hat, gerade zwischen zwei längeren Sitzdauern.